Heute spielt Deutschland gegen Spanien im Viertelfinale. Mal sehen, ob sie heute weiterkommen und sie im Halbfinale ziehen. Noch vor dem Spiel waren die Fans in der Fanzone vom Sieg Deutschlands überzeugt. Große Motivation der Fans an Deutschland, als Spanien das erste Tor geschossen hatte. Das sollte belohnt werden und es stand 1:1 zwischen Deutschland und Spanien. Die Motivation und das Anfeuern der deutschen Nationalelf fand auch in der Verlängerung kein Ende. Die Spannung war immer mehr zu spüren. Geht es doch noch in das Elfmeterschießen? Doch nach dem zweiten Tor von Spanien wurde deutlich, Deutschland scheidet aus der Europameisterschaft aus. Selbst unserem Moderator war am Ende die Enttäuschung anzumerken. Spanien war ein schwerer Gegner, aber Deutschland hätte mit seiner Spielleistung den Sieg sicherlich verdient.